Und damit herzlich willkommen zurück zum besten Spiel of the Fort. Ja, zumindest zu einem der besten Online-Manager, denn OSM ist back in the business, 36th tag of the spiel. Und yeah, wir haben Bochumende besiegt. Und zwar haben wir das mit sehr viel Köpfchen gemacht, denn es war ein Kopfballtor, das erste. Ja, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, das steht glaube ich nicht dabei, oder? Ich halt mal so drauf, nee. Wie schade. Da steht Elfmeter, aber hier so. Ne, steht nix. Kursrede! Und bin jeder per Ralph Mader. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Freut mich hier richtig. Das einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist, dass wir noch zu viele schwere Spiele haben in dieser kurzen Zeit. Und schaut euch mal diese Tabelle an. Das ist immer nur Kacke. Es ist wirklich Kacke. Einer von den beiden oder muss einfach mal verlieren. Kaiserslautern oder München. Ich kenne die beiden, ich schreibe mit den beiden Managern immer wieder. Verliert doch einfach mal. Ich meine, ihr seid beide sehr sympathische Menschen, aber bitte verliert. Es geht hier um Leben und Tod. Und ich meine nicht Tod, ich meine wirklich tot. Ja, ich werde sterben, wenn ich verliere. Und auch noch Nürnberg und St. Pauli so gegen einen Schluss. Das ist richtig, richtig gemein. Richtig gedizzelt. Ja! Wobei ich noch einen Plan habe. Hey, wir haben ein Angebot für euer Computer, für Poyan Palo. Den würde ich sogar verkaufen, wenn das Geld stimmen würde. Wert ist er 13, mir wird 15 geboten. Aber nicht einmal im Traum. Nein. Also wirklich um den Preis, Freunde. Wisst ihr, was ich um den Preis bekomme? Nicht einmal ein Wurstsemmel beim Geschäft ums Eck. Nicht einmal eine extra Wurstsemmel mit Gurkel, Freunde. Ich müsste auf die Gurkel und auf die Semmel verzichten, genau. Das ist doch eine Frechheit, oder? Ich meine, was sind wir denn hier? Ja, das würde ich gern wissen. Wo sind wir hier? Wisst ihr, Freunde, ich meine, mein Mikrofon übersteuert jetzt wahrscheinlich komplett, aber mir ist das egal. 15 Millionen, eine Wurstsemmel, wie schon gesagt, mit Gurke. Und geschweige denn von Käse. Ich krieg da nicht mal einen Käse rein, Freunde. Da rage ich mal herum. Das Ragen hat sich gerade angehört wie sein Nieser. Raged. Freunde. Und wie nennen wir dann den Part nicht mal eine Wurstsemmel? Und der Part muss der bestgeklickteste Part of the World werden. Schaut euch das mal an, wie viele Tore wir geschossen haben. 61! Wisst ihr, was ich um 61 Tore bekomme? Gar nichts, weil es kein Geld ist. Das ist einfach nur eine Zahl. Ja, genau. Heute war der Part relativ kurz. Wir haben nicht so viel zu tun gehabt. Wir spielen nur gegen genau. Und da gibt es nicht so viel zu tun. Und deswegen würde ich sagen, wir spielen jetzt ein Freundschaftsspiel. Und zwar spielen wir gegen Eintracht Braunschweig. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie die fertig machen, wehe, ich verliere. Das wäre irgendwie nicht so schön. Ah, 5:0. Ich sag 5 Tore Hoffa, 5 Tore Benjeda und 3 Tore Kasri. Ja, das klingt interessant. Ja. Mhm. Kasri hat sich verbessert. Benjeda, Hoffa, Benjeda oder Jeda. Wie sagt man das eigentlich? Ich sag immer Benjeda. Wohl, warte mal, Benjeda. Nennen wir einfach Benny. Benjeda. Und Julio Baptista. Baptista Bam! Ja. Interessant, ja, ne? Das freut mich natürlich, Freunde. Was ist denn jetzt los? Da ist immer noch. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass wir den ins Training stecken. Das gibt's ja nicht. Ins Training, sage ich, in Behandlung stecken. So richtig rein. Na gut, Freunde, wie schon gesagt, der Part heute ist kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, knallt den Daumen nach oben. So lange, bis er euch abfällt. Und dann könnt ihr euch eine Wurstsemmel draus machen. Dann würde ich sagen, auch ein Abo wäre natürlich eine dufte Sache. Wirklich so richtig dufte. Übrigens, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Nur, wo war denn das? Wie komme ich? Ich glaube, ich.
Hier war das. Es ist schon ziemlich lange her, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, hier 5.1. Aber sie haben Forum-Moderatoren gesucht. Und wäre das nicht eine Sache für mich? Hä? Soll ich mich da bewerben? Ich meine, ich bin 18. Ich werde im Februar 19. Von Vorteil, ja, von mir aus kaufe ich mir dann so Dings, darf ich nicht gesperrt sein, ja, weiß ich nicht. Ich habe mehr als 50 Spiele. Ja, klar, locker. Deutsch ist Muttersprache, ja klar. Jeden Tag Zeit haben, überprüfen, ja, von mir aus, wenn du bereits aktiv, habe ich auch schon mal gemacht. Was sagt ihr, soll ich Forum-Moderator werden? Wie findet ihr das? Ich meine, ich helfe jetzt auch schon ziemlich vielen Leuten. Ist ja nicht so, aber. Oh, der letzte Zeitpunkt ist der 8. Jänner. Ja, dann, ja, okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren und schön eine Wurstsemmel kaufen. Beim Fachgeschäft um die Ecke. Auf Wieder, tschüss.